Hallihallo und willkommen zurück in 4x2. So, heute ist die spezielle Aufnahme, also Special-Aufnahme. Und mal schauen, was. Also laufe ich hier mal durch und schaue dann. Und da steht schon die gute Mulenia. Hallo. Hallo, ich bin für Matro. Hallo, willkommen. Hallo. Und bist eigentlich nicht alleine? Eigentlich bin ich nicht allein, aber ich habe keine Ahnung, wo sich die andere Person versteckt hat. Die andere Person taucht sich auch irgendwann auf. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Hallo, andere Person. Hier ist ein Loch. Oh, hallo. Hast du dich vergraben? Ja, so ein bisschen. Ich habe mir gedacht, da wir letztens im Resort ein Loch in der Dings hatten, wo ich drinne war, habe ich gedacht, ich buddel mir hier auch ein Loch. Ah Und geh ja, da mal rein. Okay. So. Also kann ja auch zuerst mal einen Rundgang machen. Ich bitte darum. Also hier oben, da sollte dann der Durchgang geben zum Außenbereich vom Berg. Da soll dann ein automatisches Tor kommen mit einer Animation. Das muss ich erst noch im Internet nachschauen, wie das geht. Würde ich dann im Creative machen dann, damit da es mit Kommandoblöcken ist Ja. und noch einem anderen Kommandoblock. Bin ich ja mal gespannt. Ein Ja. Tutorial dazu habe ich schon gesehen, aber das ist mir zu kompliziert. Was heißt denn Animation? Naja, es sieht dann aus, als wenn es tatsächlich hoch und runter fährt oder zur Seite fährt und reinfährt. Aha. Na, also es sieht wirklich toll aus. Und dann sagt der Typ im Video, ist auch gar nicht schwer. Und ich dachte mir so, ja, nee, ist klar. Das wird schon irgendwie klappen. Ja, das auf jeden Fall. Und Interessant, was so alles geht. ja. das hier sind Kerzen, sind einfach 3D-Modelle. Ja, habe ich schon gesehen, als ich noch das Texture Pack noch nicht drin hatte. Habe ich gedacht, warum stehen denn hier Kerzen? Ja. Naja. Ja, das mit den Bäumen sieht wirklich toll aus. Jetzt hier Ja. mit ein bisschen mehr Grün Und das ist das Boot hier gleich sieht aus wie Blätttuch. wie Laub. Und Laub. Blätter sind ja die da oben. Fällt mir gut. Aha. Was ist das für ein So. Potzoll ist das, okay. Und da hinten ist das Lager, das bald überquillt. Ja, es ist ja auch ziemlich klein, oder? Sieht Ja. ziemlich klein aus. Fall und Klo. Man soll nicht reinfallen, das wäre nicht gesund. Da kriegst du aber einen heißen Hintern, wenn du mal Ja. musst. Das auf jeden Fall. Also das ist ein sehr kleines Lager. Ja, das wird dann demnächst, muss ich es ausbauen. Also besser gesagt, ich baue ein neues und das reiße Ja. ich dann irgendwann ab dann. Und wenn du hier Was oben Interessantes schaust, gefunden? oh, da ist so einiges drin. Ja. schauen wir nochmal nach oben. Ja. Da ist eigentlich die orange Kerze. Ist aber so ein Kronleuchttuch aus Motor Der 3D Kette, Mod. ne? Ja. Genau. Aha. Nett, ne? Interessant, ja. So, und der Grund für das Special heute ist, okay, muss. Ist das Dorf hier. Das Problem ist, auf dem Berg
da sind schon einige Dorfbewohner auch zu Tode gekommen. Ja. Und dann habe ich eben gedacht, die oberen Häuser runter auf die abgeflachte Platz dort hinten zu umzuziehen. Aber das Stück hier unten, das lässt du, oder? Ja, das hier bleibt. Die Kirche reiße ich irgendwann mal ab und baue eine schönere hin. Okay, das finde ich okay. Aber hier die Häuschen, die finde ich nett. Das hast du angepasst, ne? Nein, die sind original. Sind die so? Ja. Ehrlich? Total schön aus. Ja, das ist interessant. Also ich wusste gar nicht, dass sich das so gut, dass das so gut generiert wird. Ja. Ist nichts mega Besonderes, aber von außen sieht das schon nett aus, muss ich sagen. Ja, also diese kleinen Dinger hier, das war mir jetzt klar. Das ist irgendwie 0815, aber das da sieht echt gut aus. Was ist das denn? Von wem ist denn das, das Haus? Da ist eine Steinsäge drinne. Okay. Das habe ich noch nie gesehen. Ich hatte noch nie einen Steinmetz in einem Dorf. Geht mir gut. Zwei Eisenkohlen hat es auch, aber so oben ist so verzwickt und auseinandergerissen. Ja. Zuerst wollte ich das Dorf renovieren, aber ich habe gedacht, nee, das gibt zu viel Arbeit, das ist besser, das Dorf rumzubringen. Ja, ich auch. Hätte man zwar machen können, aber du hättest so viel auffüllen müssen. Ja. Hm? Ist hier ein Hase? Also Kaninchen. Hast du irgendwelche Und hier Probleme? Willst du dann das Dorf hinhaben, ja? Ja. Ach, jetzt ist es weg. Genau, da hast du ja extra die Mauer für gebaut. Eigentlich wollte ich hier alles abflachen, da dachte ich, nee, alles flach würde auch ziemlich hässlich aussehen. Ja. Aber ich muss sagen, das ist echt ziemlich schade, ne, dass das da weg muss. Ja, das wirkt schon nett an dem Hang. Ziemlich geil, ja. Aber die Arbeit da wäre eigentlich ziemlich viel eigentlich. Ja, klar, das ist auch okay. Ich sag nur, ne, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Kann man da nicht eigene Häuser später hinbauen, wo die Dorfbewohner nichts mit zu tun haben? Oder gehen die dann da trotzdem hin und haben das Problem? Also ich dachte, die Gebäude abreißen, da baue ich halt mein eigenes Haus hin oder so. Okay. Weil ich würde sagen, eigentlich ist das, finde ich, sowas immer ziemlich cool. Gerade für so mittelalterliche Welten finde ich das immer sehr interessant, wenn die so an diesen Hängen stehen. Guck mal, Kartoffeln. Redet ja mit mir. Sagen, quatscht der. I will trade you these. And was? Quatsch nochmal mit mir. Ach, macht er nicht. Egal, er will mir auf jeden Fall was verkaufen. Du bist happy? Das ist toll. Ja. Ja. Okay, wie hast du dir das denn gedacht jetzt? Was sollen wir denn tun? Ich habe ein paar Eisenbahnschienen bei der letzten Minentour mitgenommen. Ich hoffe, es reicht. Dann könnte man eigentlich ein Lore bauen und die Dorfbewohner von dort oben runterschieben. Aber wir müssen ja eigentlich erstmal hier unten irgendwas bauen, weil sonst rennen sie ja wieder den Berg hoch. Ich wollte sagen, muss hier nicht irgendwas hin? Also Material. Kann denen irgendwelche Häuser anbieten, ja? Oder wie läuft sowas bei den Dorfbewohnern? Ich habe da ja nun keine Ahnung von. Ja. Es braucht ein Bett. Also Berufe kann man auch später noch machen. Ja. Einfach ein Bett und eine Tür und das sollte, glaube ich, reichen. Und eine Fackel, glaube ich. Ja. Okay. Gut, du sagst, was anliegt, was wir wann wo machen sollen. Okay, zuerst Werkzeug. Ohne Werkzeug kann man nichts machen. Ja. Das ist richtig. Hm. Ich habe gestern Abend noch offscreen nach Eisen gesucht. Ja. Also was ich gemerkt habe, in Höhlen findet man fast kein Eisen. Wenn man auf die Berge geht, dann hat es... Genau, dann hast du auch Kohle und Eisen und Kupfer, obwohl Kupfer sowieso extrem viel ist. Das hätte ein Weg verringert werden sollen. So viel Kupfer braucht man ja nicht. Also hier sind die Eisenbahnen drin und Holz ist dort, wo Holz drauf steht. Holz ist da, wo Holz drauf steht, das finde ich gut. Ihr seid im Lager oder wo seid ihr? Wir sind im Lager, ja.
So, ich nehme mal ein paar Eisenbarren. Wo steht Holz drauf da? Sonst hat es bei Waffenwerkzeug auch noch Werkzeug und Fackeln drin. Ja, dann kann ich ja da erstmal was rausnehmen. Hacke, Schaufel, Axt sollte ja reichen, oder? Obwohl die Schaufel ist schon ziemlich kaputt. Ich mache mir da einfach nochmal eine neue. Ach, und nicht vergessen, beim Essentruhe hat es noch Essen drin. Ja, das ja, ich habe mir schon ein Brot genommen. So, soll ich Werkzeug für dich machen oder machst du dir selber? Nein, du kannst das. Ja, mach mal. Ich muss erstmal klarkommen hier. Es ist ein bisschen anders durch die Mods jetzt gerade. Das sieht alles total anders aus. So, guck mal. Ich habe dir eine Axt, eine Steinspitzhacke, nein, Eisenspitzhacke meine ich, und eine Schaufel. Ich denke, das reicht, oder? Mehr brauchen wir nicht. Erstmal nicht, nein. Ist das normal, dass das immer direkt ins Inventar ploppt, also nicht in die Schnellleiste? Ja, ist wegen dem wie heißt das, Inventory Profile. Ja, genau. Ja, das ist eine Inventar-Mod. Ich mag die jetzt schon nicht. Ja, ich habe gerade gedacht, man ist das so gewöhnt, dass man das dann gleich in der Hand hat. Ja. Blub, ist das wieder weg. Ja. Oh ja. Ach so, wehren sollten wir uns aber auch können. Ach, stimmt. Ein Schwert wäre nicht schlecht, die habe ich voll vergessen. Ich habe den Game Rule für den Tag-Nacht-Wechsel vergessen anzuschalten. So, ja, wenn du den auslässt, brauchen wir ja dann nicht. Dann lassen wir das einfach, dann lasse ich das Eisen hier. Aber was zu essen? Essen ist, wo Essen draufsteht? Ja, oder? Unten. 10. Was gibt es denn Feines? Ich nehme mir mein Brot. Jo, habe ich auch gemacht. Ich habe gedacht, ja, die Steaks lasse ich mal drin. Die haben mich zwar so ein bisschen angelacht, aber so gedacht, nein, ich kann Wusimu die Steaks nicht wegessen. So, die Steaks kannst du keine Steaks essen? Ja. Weil du außerhalb vom Resort bist? Hä? Ja, natürlich. Das hier ist eine andere Welt. Ach so. Ja, da gelten neue Regeln. Also die Steaks habe ich extra für heute gefarmt. Also kann man schon. Dann esse ich Steaks. Ja. Das hätte ich sagen dürfen. Ich nehme lieber das Brot. Ich habe mir auch nur 2 genommen. Aha. So, schade, ich kann noch gar nicht essen. Ich habe noch keinen Hunger. Holz hat er hier oben. Hm? Und sonst kann man eben noch die Bäume fällen, die hier rumstehen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal. Ah, ich habe Kalzit vergessen mitzunehmen. Das obere Dorf müsste dann ja auch abgerissen werden, oder? Ja. Willst du da nicht die Materialien von dem Dorf einfach weiterverwenden? Das könnte ja auch ein Haus abreißen und unten wieder aufbauen, das ginge ja auch. Dann sehen die wenigstens so aus wie verschwinden da, oder? Da die Dorfbewohner nicht eigentlich? Nee. Okay, ich dachte erst so, erst unten ein Haus bauen und dann die oben abreißen, aber so, ja, so. Das kann man es auch so machen. Ja. Ich habe leider gar keine Ahnung, wie das geht oder nicht geht. Ist er jetzt hin? Wieder im Lager. Ja, ich will gerade sagen, zack, weg. Ich muss noch schnell ein Lohr bauen. So, ja. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall, sonst kriegen wir die da nicht runter. Lore, ich habe Lore verstanden. Ich wollte sagen, wie kann man die denn jetzt bauen? Ich habe ein Ei gefunden. Wahnsinn. Ja, toll. So, mal gucken hier. Dann mal hoch. Ich eigentlich schon mal abbauen hier die Strohballen. Die braucht ja keiner mehr. Ich fange auch mal an. Sollte eigentlich rein theoretisch, wenn wir es unter dem Dorf aufbauen, genau mit der Glocke läuten, sollte eigentlich die Dorfbewohner kommen.
Genau, eigentlich sollte das gehen. Okay, dann spart das mit dem Bau vom der Lore. Das geht allerdings nur, wenn oben keine Betten und keine Türen mehr sind, weil sonst rennen sie ja dahin. Ja, die könnte man ja eben dann entsprechend, was baut man, wenn man das Haus jetzt jeweils immer abbaut und aufbaut wieder unten, dann ist, hat sich das doch eh erledigt. Ja, dann ist das kein Problem mehr. Ich komme nicht hoch. Ich muss kurz gucken, wo ich hier... Hast du die Stände hier hingebaut? Ja, ne? Nein, die sind generiert. Ehrlich? Ich habe auch noch nie gesehen. Ich hatte noch nie so ein großes Dorf, immer nur so ganz kleine. Ja. Ich denke mal, wir machen das mit Teleportieren, sonst brauchen wir Ewigkeit, bis wir hier hochgekommen sind. Findest du? Ja. Es ist wirklich hoch hier. Sind hier ja alle eingesperrt? Hast du das gemacht? Nein. Warum sind die hier alle im Gatter drinne? Ah, dort, da sind sie selber reingeküpft. Okay. Tja, Leute. Selbstgemachte Leiden. Dann sind sie wenigstens geschützt. So, jetzt will ich mal eben gucken, wie die Häuser hier aussehen. Dann baue ich das ab und bringe das nach unten. Jede Welt, wenn ich das Haus abgebaut habe und nicht unten angekommen bin, habe ich vergessen, wie das Haus ausgesehen hat. Das würde mir genauso gehen. Da baut man es halt irgendwie wieder auf. Das muss ja nicht hundertprozentig gleich aussehen. Ja. Aber da hast du dann schon noch ordentlich Arbeit mit, ne? Ja. Alles fertig zu machen. Definitiv. Und irgendwann einmal mache ich sich noch auf dem höchsten Berg noch eine Aussichtsplattform. Aussichtsplattform hin. Ja, cool. Wasserfall ist ja auch genial, den du da hast. Wie? Wasserfall. Dem kleinen See da. Also der See ist künstlich angelegt, aber Wasserfall, der war schon da. Gefällt mir richtig gut. Da hätte ich gedacht, dass das natürlich generiert wäre. Also für die Welt habe ich glaube eine Woche lang gesucht, bis ich was gefunden hatte. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Es sei denn, man nimmt einfach die Erstbeste und muss dann eben mit dem leben, was man da hat. Ich bin nahe hinter, der immer weiter sucht, bis ich es richtig gefunden habe. Ja. Der Golem macht komische Geräusche. Ja, das ist da vom Taxi Pack. Hört sich an, als wenn der zischt, als wenn er immer verbrennt oder so. Also für mich hört er an, als wäre er dampfbetrieben oder so. Ja, sowas, genau. Also wenn du. Ich hab das erste Haus gleich abgebaut. Nein, wenn ich das sage, Spoiler, ja. Rein theoretisch, wenn das Video eigentlich rausgekommen ist, ist eigentlich die letzte Folge. Morgen ist Sonntag, dann kommt das Video von gestern, das ich aufgenommen habe. Und dieses Video, das jetzt aufgenommen wird, kommt am Montag. Ja. Aber wenn ich was sage, das Video.
was ich gestern aufgenommen habe, dann würde ich euch spoilern. Aber die, wo das Video anschauen, eigentlich nicht. Nö. Also du darfst uns ruhig spoilern, das ist schon okay. Das ist in Ordnung, ja. Okay. Also, das letzte Video ist eben, ich habe den See, den ich vorhin erwähnt habe, dort ist ein Zugang mit Falltüren. Hm? Da dachte ich eben, ich gehe da Eisen farmen für diese Folge. Und dann habe ich eben den Skalk-Biom gesehen. Und dann dachte ich, neugierig. Cool. Ich möchte schon wissen, wie der Weg aussieht. Okay, bin ich rein, habe Lärm gemacht. Dann ist er erschienen, dann kam er plötzlich zu mir und dann dachte ich, einfach leise sein, der läuft dann irgendwann weg. Dann hat er mir angebrüllt und ich dann, okay, scheiße, jetzt muss ich weglaufen. Aha. Er lief mir die ganze Zeit hinterher und die Geräusche sind auch abartig, die da unten gibt. Echt cool das gemacht. Das, ja, müssen wir uns ja auch noch angucken. Bei uns auf dem Server gibt es das Ding ja auch, hattest du gefunden, ne? Ja. Müssen wir uns auch noch mal zusammen alle angucken. So, jetzt werde ich versuchen, das erste Haus hier hinzukriegen. Also der Bauplatz ist einfach egal. Ach, ich fange einfach mal an einer Ecke an. Ja. Egal, machst du wieder eigentlich. Ja. Ich versuche das auch gerade irgendwie zu rekonstruieren hier. Also das letzte Mal, dass ich ein Dorf umgezogen hatte, war auf der 1.5 irgendwas. Das ist schon lange her. Ja. Und dass die das immer ins Inventar schmeißen. Ja, so eine Sortierer-Mod ist toll, ne? Sonst kann man schnell eine Aufnahmepause machen, dann könnt ihr die Mod rausschmeißen. Nein. Das das ist schon okay. Okay. Aber Glas habe ich jetzt keins mehr. Das müsstest du nachträglich da noch reinmachen. Ja. Sand habe ich übrigens gerade noch nicht gefunden jetzt. Ach, und ich glaube, die Phantome habe ich, glaube die aktiviert. 100% bin ich da auch nicht. Okay, der Tag läuft hier gar nicht jetzt. Ja, dann kommen die ja sowieso nicht. Aber die sind schon nervig. So. Ach, mal gucken, ob ich das irgendwie hier wieder so hinkriege, wie es war. Ich hätte vielleicht die Höhe. Ich glaube, die Höhe ist ein wenig zu hoch. Jetzt irgendwie Holz über. Warum habe ich Holz über? Ich habe was über. Also hier gehört auf jeden Fall noch ein Holz hin. Ich habe auch einen Block über. Warum habe ich denn einen Block über? Hm.
Ah, okay. Gefunden. Das erste Haus steht. Sieht irgendwie anders aus. Hattest du ein anderes Haus genommen oder so? Ja, ja? Das war, glaube ich, irgendwie eine Nummer größer als die anderen. Okay. Hier ist einfach irgendwas zusammen. Ja. Am Ende Haus bleibt Haus. Also ich glaube, das Wichtigste ist, glaube nur, dass es ein Dach hat, Türen, Bett. Ah, und ein Bett. Ja. Wird gleich eine neue Axt brauchen. Ich bin jetzt seit einiger Zeit sind die Blöcke irgendwie unsichtbar, wenn man sie setzt. Ja, das kommt von Forge, glaube ich. Vom Shader. Ich habe noch nicht genau rausgefunden, was da nun genau das Problem ist. Das habe ich ja auch auf dem Server. Und im Singleplayer habe ich das auch, also es liegt nicht am Server. Ja. Also manchmal taucht es auf und dann manchmal verbraucht das ewig. Ja. Ja. So. Was war das, weil die Axt kaputt geht oder warum waren diese komischen Geräusche da gerade? Ja, das ist meine Axt, die wollte das austauschen, konnte es aber nicht. Ich ja nun mal keine zweite im Inventar habe. Ich verstehe. Ja, schnell eine holen. Groß ist das hier ja Gott sei Dank noch nicht, dass man sich verlaufen könnte. Jo. Irgendwann wird das sich noch größer und dann kann man sich verlaufen. Ja. Yeah. So, Axt. Das brauche ich noch nicht. Okay. So, das erste Haus ist bei mir auch schon fertig. Aber irgendwie habe ich ziemlich viel Zeug im Winter. Ich glaube, ich habe es nicht gut gebaut, aber egal. Solange was über ist, geht's ja noch. Wenn was fehlen würde, wäre es irgendwie so also schön. Also so wie bei mir jetzt gerade. Ach, bei dir fehlt Zeug, ja? Ja. Ganz schön viel zum Abbauen hier. Hm.
Ich hoffe, dass mir da ein bisschen genügt. Ja. Eigentlich hätte ich extra Bambus aufgepflanzt, aber ich war so gut und hatte die ganzen Kerzen verbraucht. Die Fäden habe ich für Kerzen verbraucht. Okay. Ist auch mal eine super Überlegung gewesen, dachte ich. Okay, lieber die Kerzen schnell aufstellen, dann merkt, dass die Fäden doch woanders gebraucht werden könnten. Ja. Stimmt. Was? Also gleich auch so fertig, ja. Ja. Okay. Okay. So, ich baue jetzt mein zweites hier neben. Das kann ich ruhig ein bisschen versetzen, ja. Das soll jetzt nicht symmetrisch sein, ja. Oder? Ja, ja, darf ja auch nie alles schön symmetrisch sind. Genau. Also da mache ich eine Ausnahme mit der Symmetrie. Das ist gut. Sonst glaube ich auch doof aussehen, würde man die genau nebeneinander stellen. Ja, ganz bestimmt. So, das zweite Haus auch fast fertig. Falls bei euch die Cobblestones ausgehen, in der Kiste nähe des zum Ausgang, dort hat es noch mehr Cobblestones drin. Ich glaube, im Moment brauche ich nichts. Im Moment passt das immer ganz gut. Ich habe da noch weiter auf Legendär 1.20 geschaut. Man kann jetzt Rüstungen verzieren mit so Leuchtdinger. Leuchtding ist auch ein super Wort dafür. Ich meinte eigentlich. Ich habe noch nicht alles informiert. Ich bin jetzt am Stück am Schauen. Aber man kann die Rüstungen jetzt verzieren. Wieso musst du? Das ist ziemlich cool. Ja. Haben wir jetzt hier drei Zaun? Ach, na klar. War das das? Und das zweite Haus ist fertig. Irgendwo habe ich einen Villa, oder? Auch nicht. Ich habe irgendwie einen Block zu viel. Falls jemand einen Block fehlt, ich habe hier einen zu viel.
Kommt ja drauf an, was das für ein Block ist. Das ist so ein entrindetes Eichenholz. Ich stelle mal schnell eine Kiste auf, dann kann man es dort rein tun, was übrig bleibt. Yep. Zwei Stück habe ich schon. Toll. Ich wollte noch vorwarnen, hier der Boot, dann habe ich einfach aufgefüllt, was ich da dauert, dann runterfällt. Ich habe nicht alles aufgefüllt. Gut zu wissen. Aber. Okay, das Haus hier ist schon ein bisschen komplizierter. Ich habe das Haus irgendwie mit vier Blöcken drin in Erinnerung, aber da passt nicht mal, passt nur ein Bett rein, obwohl es da war. Ich glaube, ich sollte es besser merken, was da alles drin gewesen ist. Ach, einfach bauen, völlig egal. Am Ende, ja. Umbauen kann man das immer noch. Eben. Muss da ja sowieso noch mal ran. Das schaffen wir ja heute alles gar nicht. Ja. Das Glas muss ja auch noch gemacht werden dann. Das Glas ist eigentlich eher so kosmetische Sache. Ganz schön viel abzubauen bei so einem großen Haus. Aber die Aussicht von hier oben ist schon toll. Ja. Definitiv, wie gesagt, ich fand das so vom Ding her auch ziemlich nett. Mit diesem Dorf. Ich habe beim Server einfach die View Distance von 10 auf 19 hochgesetzt. Ja. Dann sieht man alles schön ringsherum. Ist nett sowas. Ich muss ja zugeben, dass das etwas verwirrend für mich ist und ganz komisch, dass meine Sicht nicht sichtbar ist. Ja, ich nehme ja nicht auf. Ja. Und niemand weiß, was ich hier so tue. Das ist irgendwie merkwürdig. Ach so. Bin ich nicht so richtig gewöhnt.
versuche ich nicht zu kommentieren, was ich hier tue. Zumindest nicht so, so, ja, detailliert. Weil keiner verstehen würde, Prost. Was ich tue. Da muss ich noch erst reinkommen. Ja. Irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Also wenn man die erste Aufnahme anzieht, dort war ich extrem nervös. Und mittlerweile geht's. Bin ich gar nicht mehr nervös. Das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal gut, ja. Mal sehen, wie das in 2 Jahren aussieht. Also ich weiß noch, die ganz erste Aufnahme bei Dantoria. Da war ich so dermaßen nervös, dass ich kein Wort ausbekommen habe. Ja. Ja, das kennt man ja. Du warst ja mit der Stille Wusimo. Ja. So, jetzt versuche ich dieses größere Haus mal zusammenzubekommen hier. Aber diese normale Standardhäuser gibt es irgendwie gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Meinst du, welche Standardhäuser? Die damals in den Dörfern gab, diese eine große Familienhaus, sage ich mal. Stimmt, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Aber das weiß ich nicht genau. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Dörfer wieder gesehen. Und immer relativ kleine. Ich habe die Tür vergessen. Ein zweites Haus geschafft, gibt's ja keinen. Echt? Ja. Wow. Begeistert. Irgendwie zum Glück, dass die Häuser so klein sind. Falsch gemacht hier. Also ich finde, die Häuser sehen immer aus, als hätten die eine Pudelmütze auf. Was? Ja, du kennst doch diese Pudelmützen mit diesen Bommels oben dran. Stimmt. Oder Pudelmützenhäuser. Ja, Pudelmützenhäuser, genau. Oder wie früher bei den ganz alten Videospielen, die Atari-Spiele und so, da sahen die Figuren auch immer so, die haben auch immer so einen Zipfel da oben dran gehabt, wenn die eine Mütze auf hatten oder so. Das so sieht das aus. Zipfelhäuser. Zipfelhäuser, ja, finde ich gut. Was ist das überhaupt? Oh, verdammt, wir haben ja erfrieren hier oben. Echt? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ah. Du einfach über dein Inventar, Hotbox, wird es einfach so eisige. Wenn du erfrieren tust. Ich kenne das, glaub mir. Man kann erfrieren. Aha, man kann erfrieren. Nicht so nett. Also, wenn man schon verbrennen kann, ist es ein guter Ausgleich dann. Irgendwie. Jetzt will ich Holz. Aber sich. Ach, jetzt. Okay. Habe ich auch durchsichtige Blöcke. Ja, die hatte ich vorhin auch schon des Öfteren. Ja? Jo. Das dauert einen Augenblick und dann sind die wieder sichtbar. Also irgendwie momentan traue ich mich gar nicht, die Mods abzudaten. Ja. Ich denke, das braucht man auch nicht mehr. Können wir auf die 1.20 warten? Das stimmt, ja. So, und
Also ich garantiere für nichts, dieses Haus ist irgendwie falsch. Das habe ich auch schon gedacht, also ist nicht so schlimm. Ich irgendwie nicht mehr so hin, wie es sein sollte. Moment. Das, nein. Hä? Geht ja gar nicht, dann verdeckt das die Fenster. Okay, also irgendwas habe ich hier verkehrt. Falsch gemacht. Ja, aber ich kann nicht genau sagen, was und wo der Fehler liegt. Von hier oben sieht es auch gut aus, das aus, wo du baust. Ja, aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht so, wie es eigentlich sein soll. Hier kommen die Steinstufen vor, 4 Stück. So. So, und dann war da ein und auf der anderen Seite habe ich dann keine Steine mehr. Also ist das dann falsch hier? Kann nicht sein. Das wegnehmen. Damit jetzt habe ich ein Problem mit dem Haus zu bauen. Also, irgendwie, ich habe hier also irgendwo einen Fehler drin. Ich weiß nicht, wo. Hin oder was? Ne. Baue das jetzt um, sodass es dann am Ende passt. Nützt das nichts, ne? Nee. Es war jetzt eigentlich überhaupt nicht schwer, sich das zu merken. Aber, ja. Sieht ja, es hat nicht geklappt. Ach, ich finde das immer schwierig, sich das zu merken, wie die Häuser ausgesehen haben, selbst wenn das diese kleineren sind. Ja. Also die kleineren finde ich jetzt geht noch. Ja, Hast du weil man recht, die ja. einfach auch schon ewig viel gesehen hat, aber diese neuen Häuser, die da generiert werden, da hat man einfach noch nicht so viel gesehen. Also ich habe noch nicht so viele gesehen. Ja. Ja. Sein. So. Ist wieder eine Axt. Du vielleicht noch eine oder nee, ne? Wäre ich? Ja. Ich bin gerade auf dem Weg, was zu holen, weil meine auch kaputt ist. Aber kannst du mir eine Axt mitbringen? Ich habe Ja. eine. Usimo hat eine. Sehr schön. Okay. So, dann wollen wir doch mal schauen, dass wir das hier hinbekommen.
das Haus macht das absichtlich und will mich ärgern. Nein, zwei Türen hatte mein Haus nicht. Oh Mann. Alles nicht so einfach. Ja. So, das kommt zu. Das ist so. Warum habe ich jetzt nur einen davon? Wörn. Da. Ja, ich bin jetzt ja schon versorgt. Ich weiß, deswegen habe ich jetzt auch nur eine Axt gemacht. Ja. Nicht, wo sie muss ganzes Eisen verbrauchen. Nee. Ja, dafür ist es da. Gebraucht. Ja, aber du wirst ja nur ordentlich brauchen. Gerade sagen, du hast ja nur noch einige, musst noch einige Äxte verschleißen. Ja. Dann muss ich dann wieder farmen gehen. Und Diamanten habe ich auch bis jetzt noch keine gefunden. Ah, das ist schlecht, ja. Also Diamanten sind bei der neuen Version finde ich ziemlich wenig irgendwie. Ja, da muss ich dir recht geben. Mir geht das auch immer so, ich finde die Dinger auch nicht. Aber vorher mit 1.12, zack, zack, habe ich das Zeug alles geschnell gehabt. Und da stimme ich zu. Das war tatsächlich so. Schon fast ein bisschen zu viel. Und jetzt ist es ja viel zu wenig. Aber viel schlimmer finde ich eigentlich, dass man so wenig Eisen und Kohle findet. Ich finde es extrem, dass zu viel Kupfer geht. Ich meine, Kupfer hat gar kein... Man kann da nur Dings machen. Den Blitzableiter und dann das Fernrohr noch. Und das genau, und ansonsten nichts, ja. Und die Blöcke, die man machen kann zum Bauen, letztendlich, die sind voll hässlich. Ja. Das kommt ja aufs Texture-Pack an, ne? Ja, gut, das stimmt. Also, ich rede ja nur von Default. Die von Default sehen hässlich aus. Hier geht es eigentlich noch. Ich hätte gerne, dass man daraus irgendwie Werkzeug oder Rüstung machen kann. Das muss dann, kann ja schwach sein. Vielleicht ein bisschen... Vielleicht ein bisschen stärker wie Gold. Gold ist ja nun wirklich sehr weiches Material. Aber ein bisschen so in die Richtung. Ich das ganz gut. Gerade für den Anfang wäre das dann eben hilfreich. Also die meisten Modpacks haben grob auch Rüstungen dabei. Ja. Wo hier ist ziemlich mager, was neues Zeug, also mir war ja auch die Bildungsrüstung, wo du Werkzeuge gegeben hätte. Das ist einfach so, dass sich anbieten. Aber man kennt ja von Blöcke rein, die gar keine Funktion haben oder so. Oder Deko-Blöcke. Ja, oder es kommt Deko-Blöcke, sowas wie Kalzit. Ja. Und dann kann man keine Stufen oder Treppen draus machen. Ich meine, ganz ehrlich, der Block ist unbrauchbar. Du kannst ja nichts damit bauen. Nur so Kleinigkeiten dann. Ja. So. Ich habe das Haus jetzt hier improvisiert. Es ist gleich fertig. Ja. Bei mir sind alle Häuser improvisiert. Dinge, die alles klein. Aber das erste Haus ist groß. Dann war es so mittelmäßig und das letzte Haus ist noch kleiner als das letzte geworden. Also bei mir werden die Häuser irgendwie immer kleiner. Aha, okay. So, ich glaube, ich habe sehr viel über, aber es ist ein Haus geworden. Es hat ein Bett und zwei Türen.
glaube, jetzt steht nur noch ein Haus. Ah, verdammt, nicht schon wieder. Mit dem tiefsten. Olenja. Ah. Oh. Ja? Olenja. Ja? Ja. Bau mal ein Haus. Leute, ehrlich. Hört euch das an. Mulenia, bau mein Haus. Aber sag Usimu nichts davon. Wir sagen ihm hinterher, dass ich das gebaut habe. Okay, alles klar. Wo willst du dein Haus denn hinstellen? Ich dachte hier so, hier hinten, siehst du hier ja. Jetzt schon so einen Block oder ja. So ein bisschen dahinter oder so viel. Wer hat denn das Klogebäude da gebaut? Das war ich nicht. Das kleine... mit der Tür auf der linken Seite. Klogebäude. Ja, das ist das kleinste Haus. Ja, wohin? Hier. Hier. Welche Größe soll das haben? Aus deiner Kreativität freien Lauf. Du hast ja nun einige Blöcke von mir bekommen. Ich habe einige Blöcke von dir bekommen. Ja. Okay. Ich mache so eine kleine Hütte. Ich mache so eine kleine Hütte. Malcon, du baut hier so eine kleine Hütte hin. Richtig. Okay. Wenn dir baut, kann ich schön zuschauen. Von hier oben. Nicht zugucken. Ich muss mich da hinstellen. Warte kurz. Oh. Jetzt baue ich hier die Streben an der Seite hoch. Ja, ich baue jetzt hier ein Haus. Soll ich mich mal eben kurz vom Server ausloggen? Du kriegst meinen Skin. Ja, das ist gut. Ich finde schon, mein Haus sieht schon ganz gut aus, was ich baue. Ja, ist wirklich toll, wenn du zufrieden bist mit dem, was du so tust. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich tue. Gut. Tür habe ich schon mal hingebaut hier, also den Rahmen für die Tür. Ja, das ist immer wichtig, dass man so Strukturen entwickelt. Richtig. Ist wirklich toll. So schnell hast du noch kein Haus gebaut, ne? Bisher noch nicht, also. Von mir selbst überrascht. Ja, aber manchmal wird es hier durchsichtig. Okay, jetzt habe ich hier doch einen Fehler drin. Aber das lasse ich mal. Kondo hat sein erstes Haus fertig. Nee, das ist schon das dritte. Oh, das ist schon das dritte. Oh, warte, noch nicht ganz. Ich muss noch eben das Bett noch reinstellen. Ja, so, das war anstrengend. So toll gemacht. Ein Glück. Drei Häuser habe ich schon gebaut. Wow. Okay, dann werde ich Faulpelz auch mal wieder was machen. Ah, das solltest du auch. Nicht, dass ich nachher noch alles mache. Ich glaube, ich will mal mein letztes Haus am Abbauen. Echt? Ja. Oder? Nämlich die Häuser, die ein paar unteren Häuser bei der Kirche, die bleiben ja. Ah, die würde ich auf jeden Fall lassen. Also ich sehe zumindest von hier keine mehr. Ich bring da mal rum, ich hole noch die Laternen und sowas runter. Die hier lassen wir, oder? Also, ja. Das würde ich anbinden. Ja, was anbinden? Hier, diesen kleinen Markt, da würde ich hier noch einen besseren Weg machen. Wer war das wieder? Ist Marie oder Evelyn, meinte... Ja. Der Marktplatz wäre schön geworden und dann dachte ich eben, okay, das ist eigentlich gar kein Marktplatz, aber auch der große Platz kann dir als Marktplatz umfunktionieren. Ja, nee, würde ich nicht. Nicht? Nee, ich finde das hier total süß mit dem Kleinen im Berg drinne. Ja, ich würd auch sagen, nicht alles von diesem Berg weg. Das ist, Also das würde ich lassen.
würde ich schön mit Treppen irgendwie machen, dass man vielleicht von beiden Seiten rankommt, eben von hier unten, von dieser kleinen Kirche aus und dann da unter zum Dorf wieder. Okay. Also ich würde auf den Platz würde ich nichts mehr draufstellen, der sieht perfekt aus, so wie er ist. Okay. Sonst wird der zu voll, dann hast du alles auch an einer Stelle. Irgendwie. Ihr meint jetzt den Platz mit den Wassersäulen, ne? Ja, genau. Ja, den würde ich auch so lassen, der sieht gut aus. Ist tatsächlich so, wenn du dann zu viel raufstellst, dann sieht er so gequetscht wahrscheinlich aus. Dann verliert das auch irgendwie seinen Charme, ne? Ja, ja auch. Oder oben ist noch irgendwie eine... Ja, das Gebäude bin ich am Abreißen. Hier ist ja auch noch ein Feld. Soll ich das mal wegmachen, oder? Für die Feld hätte ich da schon was geplant. Okay. So interessant, fließt das Wasser hier gar nicht runter? Ist dann ein Block davor. Wenn du den Block hier zum Beispiel abbaust, dann fließt das Wasser. Da unter war doch gar kein Block. Ah, okay, das habe ich nicht gesehen. Vielleicht weil es generiert ist oder so. Okay, jetzt fließt es. Es fließt natürlich, klar, aber... Also jetzt hast du wieder zugemacht, okay? Yeah. Ja, das ist wahrscheinlich, weil du jetzt den Block da weggenommen hast, aber das sah ja interessant aus. Ja, also die sollen dann da bleiben, ja? Ja, vorerst die Felder. Da hab ich Felder. Wollte ich, wie heißt es, die Treppen, wo ich auf dem Resort gebaut habe, so diese Treppenpaneele wollte ich da reinbauen mit den Feldern und so. Ja, finde ich eine nette Idee. Das ist hier mit dem da, wo alle drinne sind, das lassen wir erstmal noch, ne? Ja, sonst, ich weiß nicht, jetzt verreicht die Glocke, könnte man abbauen und okay, ein Haus fehlt noch. Verbrennt Holz sollten ja die Dorfbewohner jetzt ja in ihre Häuser gehen, wenn man läutet. Endlich sollte das gehen, ja. Ist das hier jetzt gerade ab, richtig? Seid ihr denn ganz oben oder was? Ja, seid ihr ganz oben? Das Gebäude bin ich gerade am Abbauen. Ja. Noch ein Golem. Das sind zwei, ne? Ja. Ich helfe dir eben. Schneller. Ja, mein Axt. Was seid ihr denn bloß? Ja. Dann hier oben, war da auch ein Haus? Ja, das letzte. Der Hulle macht echt komische Geräusche. Ich mach die Geräusche, das hört sich viel massiver an. Ja, das stimmt. Ich kann nicht mehr wie die anhören in Vanilla. Das kann ich dir auch gar nicht sagen. Die trampeln so ein bisschen, glaube ich. Aber das kann ich dir jetzt gerade auch gar nicht sagen. Nicht anhören. Achte ich immer nicht drauf. Ich achte immer nur drauf, wenn sie sich dann anders anhören. Okay. Denke ich immer, hä? Das ist anders, das ist komisch. Finde ich. Entschuldigung. Ah, ich dachte, ich hab. Das war ich. Nee. Okay. Das war ich. Ist ja nicht. Ich finde, es hört sich toll an, wenn alle irgendwie abbauen, so nah. Ein Chaos, ne? Ja. Den Golem hauen, ne? Ja, ich gebe mir Mühe. Jetzt dreht er durch. Ja. Ja, irgendjemand hat ihm ja auch den Block weggenommen. Ja. Wer konnte was? Ja, natürlich. Hier ist noch das. Hat denn das da gelassen? Ich weiß nicht. Das war's, oder? Das letzte Haus.
dann ging schneller, das eben aufbauen. Für nice Damon, ja. Ist auch noch Klaas, wir hatten das immer gelassen. Keine Ahnung, wer sowas macht. Sich gedacht hat, vielleicht findet Wusimu das in der Aufnahme dann. Ach so, Entschuldigung. Hm? Dann lasse ich das, was ich jetzt noch gesehen habe, lasse ich dann einfach hängen. Vielleicht findet er das dann ja noch. Ja, ich muss irgendwo an dort oben meine Residenz aufbauen. Ja. Vielleicht irgendwann bei Folge 150 oder sowas. Ja, genau. Findet er das dann. Warum ist hier Glas? Ja. So, hier hast du Blöcke. Danke. Kannst du. Okay, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich mich das erstmal wieder, ich gebe dir das gleich raus. So. Ich Ruhe schmeißen notfalls. Hier eine Anne noch hin. So, schick. Brauchst du ja wieder so ein kleines Ding. Es fängt schon, ja, ich hab das Oberteil noch gemerkt, es ist ungefähr 3 breit, aber es war es schon irgendwie. Ich glaube, es war... Ich glaube, egal, wie es ausgesehen hat. Hier ist es egal, aber da kommt Holz hin und hier auch, ne? So. Ich habe keine Cobbles mehr. Ich habe hier noch. Es regnet. Jetzt Juhu. Habe ich kein Eichenstämme mehr. Da habe ich. Aber hochschmeißen kann ich die nicht. Ja. Oh doch, guck mal. Okay, cool. Das geht ja doch. Die kommen auf der anderen Seite wieder runter. Ja, ich muss einen Schritt weiter zurück, aber jetzt geht's nicht mehr. Jetzt hast du zugebaut. Da, Treppe. Tür und Bett und so müsstest du haben. Da habe ich nichts. Fackeln habe ich noch. So, hier ist das Bett und hier ist noch grüner Teppich. Und Türen auch. Hast du schon? Nee, ich habe keine Türen. Drei Teppiche, wow. Flauschig hier drinne. Fackel haben wir. Tür. Einmal Dorf umgezogen. Kann's passieren, so schnell geht das ein. Was auf jeden Fall noch gemacht werden muss, ist ordentlich viel Deko. Ja. Es ist so viel Platz hier drin jetzt. Eigentlich noch mehr Häuser bauen und ordentlich Dorfbewohner vermehren. Das ist schön richtig explodiert dann Dorfbewohner. Oh. Kann man irgendwann eine Stadt bauen? Sind das Stadtbewohner? Hm, irgendwann ist es eine Metropole. Sind das Metropolbewohner? Ja, weiter. Ja, nie.
Ich möchte nicht mehr. Wenn es ist ein Land, dann sind es Landesbewohner. Ja. Das Planet, dann ist es Planetenbewohner. Ja, genau, sowas. Universum, dann sind es Universumsbewohner. Ja. So ist es. Also, das ist geschafft. Super. Der Kondo steht da oben irgendwie auf dem Brunnen. Ja, okay. Nur Blödsinn im Kopf, ehrlich. Nicht nur. Das stimmt, nicht nur, aber zu 99,8%. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Schluss jetzt. Ich komme mal wieder runter jetzt. Bist du ganz nass? Ja, es macht nichts, es ist warm heute. Du kommst aber nicht mit auf mein Pferd, wenn du so nass bist. Ja. Hast du Angst, dass das Pferd stinkt hinterher? Ja, nach nassem Hund. Nassem Pferd. Ja, okay. So, dann bedanke ich mich bei euch für eure Hilfe. Ja, gerne. Hat ja. Spaß gemacht. Ja, ja, war gut. Ja. Schön, mal deine Welt zu sehen. Ja. Live. Und denke mal, weil sicher beim nächsten Besuch sieht das hier dann also hier gut auch sonst aus. Das will ich doch schwer hoffen. Na klar. Also dann. Ach, danke, dass du uns eingeladen hast. Jo. Ja, wir kommen gerne wieder. Und auf noch viele Folgen Fürnwaldsruh. Genau. Das hoffe ich auch. Das wird schon. Gut. Ja, dann würde ich so mal sagen, tschüss. Ja, ja. Tschüssi. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.